Wir haben uns echt lang kein Gewitter im Kopf mehr angeschaut, Leute. Muss ich auch ehrlich sagen. Liegt einfach an Tim. Nur an Tim. Jan, super geil. Tim, absolut ohne. Nein, Spaß. Ich muss das immer wieder mal richtig stellen, weil Leute das nicht verstehen. Bin mal gespannt, was bei den beiden abgeht. Tim bekommt rote Haare. Tourette beim Haare färben, Digga. Ich warte immer noch auf Tourette mit einer Kalaschnikow im Kindergarten, aber ich glaube, das Video wird niemals kommen. Hi. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal hier bei Gewitter im Hock. Wie ihr seht, sind meine Haare ein bisschen nachgefärbt worden. Gestern Abend im Livestream hat der Tim das gemacht und die Friseure sind jetzt mittlerweile seit Dezember schon geschlossen. Das heißt, wir können uns beide nicht mehr nachfärben, zumindest nicht beim Friseur, aber zu Hause können wir es machen. Ja, ihr hattet ja netterweise die Idee, dass ich das auch machen soll, also mir die Haare rot zu färben. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich davor zu drücken, aber dann habe ich gestern gesehen, wie viele Kommentare, wie viele Nachrichten ich deswegen gekriegt habe. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich es nicht mehr, also dass es nicht mehr unumgänglich ist. Was steht auf dem Hoodie drauf? Spritzgebäck vom Fikolaus, Digga. Jo, das klingt wie Lucy Cats neuestes Video, Alter. What the fuck, Bro? Aber ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich glaube, es wird richtig scheiße aussehen. Genau, also wir werden jetzt mal genau ins Wohnzimmer wechseln. Ich glaube, es wird noch schlimmer. Nein, mein Scherz. Also, wir sehen uns nachher nochmal hier im Badezimmer wieder, wenn ich den Tim wasche. Du freust dich mehr als ich? Ja. Nein, ich will wenigstens sehen, was passiert wird. Ich will dir. Sollen wir die Freude erhöhen und dich blind machen, während ich dich misshandle? Ey, ich meine, fair. Was für misshandeln ist das? Guck nach vorne, ja. Ich hab darauf wirklich keinen Bock. Ey! Jetzt mach das wenigstens liebevoll. Ich hab darauf nicht so. Man sieht, wie intelligent er ist. Er hat weiße Klamotten an. Oh. Ja, Bro, das ist wirklich. Digga, das ist wirklich absolut lost. Also gut, wir fangen schon mal an. Ich lese mir das zuerst durch, damit du nicht so schlimm aussehen wirst. Alter, ich vertraue dir nicht. Ja. Was soll denn der Schlag von rechts jetzt hier? Sei froh, dass nicht die Niere war. Ach, ich muss das Haar ein bisschen anfeuchten. Ich hau mal so eine Sprühflasche irgendwie. Ich mach das Mikro lieber irgendwo, wo es sicher ist. Oh ja, geil. Also was? Es ist sicher da, weil da keiner hinfasst. Wisst ihr, was ich meine? Was machst du jetzt? Ich mache jetzt deine Haare ein bisschen. Ich hatte, es tut mir leid, ich bin auch sehr vorsichtig. Also du hast eine Gießkanne in der Hand. Bro. Digga, das ist so kalt jetzt. Das ist wirklich auch komplett lost. Warum mit einer Gießkanne? Oh ja. Ist noch ein bisschen Blumenerde drin. Warte, willst du mich verarschen, Alter? Ja. Du schüttest mir jetzt gerade nicht Blumenerde in die Haare. Alter! Boah, das läuft mir den ganzen Nacken runter, wie klar. Ey, ich bin ein bisschen. Das Ding ist, das Video ist auch schon ohne Tourette komplett lost. Das geht nach hinten los. Wisst ihr, was ich meine? Ich fühle mich irgendwie ein bisschen sehr nass. Meine Stirn ist einfach am Tropfen. Ah, wie angenehm. Oh. Ich beim ersten Date, wenn ich eine Frau massiere. Also. Die Vorstellung allein, Digga. Ich bin jetzt hier gleich rothaarig. Irgendwie ironisch, weißt du, es hat alles angefangen mit einer Geschichte aus dem Bootshaus. Jetzt bin ich gleich rot. Denkst du, das steht mir? Ja. Er wird einfach auf sich selber geiern dann. Okay, let's go. Okay, let's go. Up to the sky, counting. ApoRed. ApoRed. Warte. ApoRed. ApoRed, wenn er im Backstage Carina sieht. Oh. Oh, Junge. Oh, Digga, das war zu böse, ich wäre fast dran verreckt. Nicht mehr so Witze machen, Digga, nicht mehr so Witze machen, Sebastian, merkst dir. Ich bitte abbrechen. Nein. Ich will das doch nicht mehr. Du sitzt schon. Ich glaube, ich überlege mir das auch mal. Sitz. Ich habe echt kein gutes Gefühl. Setz dich jetzt hin. Meine Güte, wir haben schon angefangen zu drehen. Könntest du mir eventuell die Paste hier drauf drücken? Ich sage auch Stopp. Was ist das, Digga? Einfach Tomatensoße. Digga, das sieht ja nicht so aus wie gleich der McDonald's Clown. Ich glaube, das ist schon genug. Ich verteile das jetzt. Guck mal nach vorne. Ich hab da echt keine Ahnung. Warte, guck mal so bitte nach vorne. Also es könnte, ich hätte halt nur Angst, dass ich sonst den Pullover zu sehr verfärbe. Nein! Ich will das nicht mehr. Junge. Ich fühle mich Ronald McDonald. Der ist die rote aus dem Bootshaus, also nicht so rote Haare. Ich meine, die gibt's ja gar nicht. Doch, die gibt's, das wissen wir alle. Die gibt's, die gibt's. Das, die, Tim. Irgendwann,
Ich habe nach wie vor immer noch die Möglichkeit, sie zu kontaktieren, Tim. Und wenn du nicht irgendwann, dann werde ich hinter einer Schattenwand sie hervorholen und dann ein Interview mit ihr führen. Sie hätte nicht so rote Haare gehabt. Aha. Ich sehe gleich bestimmt aus wie Simon Will. Machst du das eigentlich nur, weil du es lustig findest oder weil du denkst, dass das gut wird? Jetzt, wo wir angefangen haben, sage ich dir die Wahrheit. Ich mache das nur, weil ich es lustig finde. Chillig. Ja, ja. Die rote Schlampe. Ich glaube, die Abonnenten haben mich verarscht. Ihr meint halt alle, dass ihr denkt, dass das gut aussehen wird, aber ich glaube, ihr habt mich verarscht. Ich sehe sogar in der Spiegelung vom Fernseher, wie rot das ist. Das hast ist doch jetzt echt den ganzen Kopf eingeschmiert. Das sind hier die Koteletten noch nicht. Warte, bitte stillhalten. Ey, Digga, what the f... Noch eine zweite Packung auf. Zweite Packung? Ich rasiere, glaube ich, einfach die Haare ab. Das kann ich auch machen. Aber wenn du es echt auf 2 mm... Ja. Genau. Ja, ich auch dran. Ich auch den Hand und den Bart. Nein, nein, und nein, die Schamhaare. Nee. Nee, ich mag das nicht. Nee, nein! Mag ich auch. Nein! Nein! Dann nicht meine Augenbrauen. Mach das weg. Mach das weg. Nicht zur Färbung von Wimpern und Augenbrauen zu verwenden. Okay, gut. Ich sehe im Fernseher, wie rot jetzt das ist. Beruhig dich. Alles ist gut. Also wir halten mal kurz fest, ich habe die doppelte Mega in roter Farbe drin. Warum? Weil du 2 Tuben direkt mitgebracht hast für mich. Okay, und das ist der Grund, beides drauf zu machen. Ja. Ich hätte mir auch noch was für Karneval aussparen können. Mhm. Leute, was ist das Verrückteste, was ihr an Corona gemacht habt im Lockdown? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ist das Verrückteste, was ich in Corona im Lockdown gemacht habe? Ich habe mal einmal in einem Tag, glaube ich, 16 Mal gewichst. Der Tim hatte einen Dreier mit Hund und Cousine. Ach ja, das war das gleiche Datum. Da war ich dabei. Das war genau die Occasion, wo ich 16 Mal, ja. Warum sagst du das jetzt? Weil du mich nicht gefragt hast, ob ich mitmachen will. Es war ein Joke, habe ich nicht. Es war ein Witz. Ich habe das nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Fertig? Kackermaus. Noch nicht. Es ist noch nicht vollbracht. Es ist vollbracht. Nein. Doch, es reicht jetzt. Nein. Ich habe sowieso schon die doppelte Menge drin im Siphonier in den Haaren. Du hast auch immer die doppelte Menge Wodka im Wodka-Tonic. Das stimmt nicht. Ich trinke gar kein Tonic. Hätte mir jemand vor 2 Jahren erzählt, dass ich irgendwann nur für eine Kamera mir die Haare rot färben würde, hätte ich gesagt, du hast einen Dachschaden. Hätte dir aber jemand vor 2 Jahren gesagt, wie viel Geld du damit verdienst, hättest du gesagt, Maschallah, ich habe einen Dachschaden und ich mach's. Rostiges Dach, feuchter Keller, ne? Ich will nicht mehr. Wie lange muss das einziehen? Ich habe die Pommes. Das war ein historischer Augenblick. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Ich mich gerade erschreckt. Wie schön, dass wir beim neuen Pommes-Tick wieder dabei sind. Das ist geil. Digga, also... Wenn ich jetzt mal kurz hier nebeneinander halte... Der sieht einfach genauso aus wie meine Paprika. Von der Farbe her ist es 1:1 genauso rot, Junge. What the fuck? What the fuck? Ja, sag mir ich, dass es so bleibt. Das ist echt nicht cool. Ja! 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 Kannst du es warm machen? Es ist warm. Der Pulli ist komplett im Arsch, ja, oder? Der Pulli ist gone. Warte, wir unterbrechen. Ja, Leute, das war's. Wie gesagt, sau smart, da einen weißen Pulli angezogen zu haben, Bro. Das macht Sinn. Digga, das sieht irgendwie so aus, als wäre hier Wasserkar gewesen. Ist das wieder kaputt, egal, ne? Ja, das wird halt jetzt sehr rot, ne? Nein! Ich bin so doof. Was denn? Dass ich den Hoodie angezogen habe. Ja, das stimmt. Nein, das kriegt man... Deine Kopfhaut ist einfach so orange. Das kriegt man bestimmt irgendwie raus. Nein, das kann sich schwarz färben. Nee. Scheiße, Mann. Ja? Wie rot ist es auf der Skala von 1 bis 10? 4? Also deine Kopfhaut ist schon so 8. Was? Das ist sehr gesund. Ja, du rote das ist, kennt. Boah, Junge, what the fuck? Heute gibt's Craft Attack, ja. Oh, mashallah. Mm. Komm hoch. Die gute Unterwäsche, die habe ich auch, Calvin Klein. No joke, egal wie groß er ist, Calvin Klein und der passt. Ach, Digga, Revi. Manchmal würde ich mir einfach wünschen, dass ich die Fresse halte, no joke. Nein. Ach du Scheiße. Ich sehe nur diese Handstreben da oben. Oh,
Junge, Alter, nein. Der sieht aus wie so ein Kind, was so bei die schwer ziehbarsten Kinder der Welt ist. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich bin gerade nur voll. Ja, ich gebe dir gleich auch mal einen neuen Pulli. Also der hier, der ist komplett rot. Der sieht so scheiße aus damit. Scheiße, Alter. Seth of Witch, ne? Ja, ja. So, damit wär's wohl voll. Also wir machen das jetzt wie bei Journey. Top Model. Ich weiß jetzt schon nicht, ob ich warte, warte, ich muss mich jetzt total auf diesen Moment vorbereiten. Okay, eins, zwei und ein Blick in eine neue Realität. Oh Gott, Digga. Das Samsung-Gefahr, deutsche Simon Will. Ja, klar. Alle beim Friseur haben die da vorne normalerweise ausgespiegelt. Ja. Eins in den Chat, wenn ihr würdet, Leute. Da kann man nichts mehr retten, Digga. Das ist verloren. Ich kenne mit Abstand niemanden, der so scheiße aussieht wie ich jetzt. Ich auch nicht. Leute, siehst du, Tim, so schlimm ist es gar nicht. Wenn es euch gefallen hat, ganz wenig Zweien, ganz wenig. Das sehr gerne wissen. Ich glaube, das hat niemandem gefallen. Niemandem kann das gefallen. Mir hat schon gefallen. Wenn ihr ähnliche Videovorschläge habt, Alter, Junge. Gut, ich würde ja mal sagen, in dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Herr Newstime. Bis euch zum Schluss euch Tims Umwandlung gegeben habt. Wir freuen uns mit euch auf das nächste Video. Geil, sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Das hast du wirklich wunderbarst gemacht, mein Guter. Sieht absolut geil aus. Sieht wirklich absolut geil aus.